Was? Ihr habt das Zauberbuch von Flemeth gefunden? Seit wir wissen, in welchem Zustand der Turm der Magier ist, habe ich mich stets gefragt, ob es sich wieder beschaffen lässt. Aber euch nie darauf angesprochen. Was für ein Glück, dass ihr es selbst gefunden habt. Ich danke euch sehr und werde umgehend mit dem Studium des Buches beginnen. Geheimnisse. Meine Mutter hatte viele davon. Und außer durch dieses Buch ist ihr niemals auch nur ein einziges entrissen worden. Ich lasse die Gelegenheit nicht verstreichen, mehr zu erfahren, als Flemeth mir mitteilen wollte. Das wird sicher interessant. Ich möchte euch etwas fragen. Etwas Persönliches. Nein, kein Witz. Aber wenn ich nachdenke, fällt mir bestimmt einer ein. Nein, halb so wild. Nichts Schlimmes. Zumindest nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsstet. Ich habe mich gefragt... Nun, es geht um Severin. Ihr beide scheint euch angefreundet zu haben. Nein, nein, ich bin nicht eifersüchtig. Ich bin nur neugierig. Die Frage steht mir vielleicht nicht zu, aber was hegt ihr ihm gegenüber denn für Absichten? Ist es ernst? Sofern ihr mir das sagen wollt. Ich hatte den Eindruck, ihr beide hättet eine romantische Beziehung. Ich hätte schon früher etwas gesagt, aber ich wusste nicht, wie ich es formulieren sollte, ohne eifersüchtig zu klingen. Da ich das nun losgeworden bin, möchte ich euch etwas anderes fragen. Hegt ihr irgendwelche Gefühle für mich? Ich weiß, es mag seltsam klingen, zumal wir uns noch nicht sehr lange kennen, aber ich empfinde Zuneigung für euch. Große Zuneigung sogar. Vielleicht liegt es daran, dass wir so viel gemeinsam durchgestanden haben. Oder ich bilde es mir nur ein. Vielleicht ist es nur Selbstbetrug. Ist es so? Selbstbetrug? Oder könntet ihr jemals für mich dasselbe empfinden? Nun ist es zu früh für das. Ach, was soll ich sagen? Ich habe mein Bestes gegeben. Wenn alles erledigt ist, vielleicht haben wir dann mehr Zeit, um zu reden. Bis dahin verzeiht, dass ich so forsch war. Ihr möchtet reden? Ah, gut. Ich muss euch etwas fragen. Wie bewandert seid ihr in Dichtkunst? Vornehmlich der aus Antiva. Aha, dann glaubt mir, ihr werdet jetzt keines hören. Es wurde mir von einem ziemlich reichen Opfer vorgetragen. Mal sehen. Die Symphonie in dir flüstert Melodeien mir. Lieder von heißem Atem auf meiner Brust, Lieder von sanftem Stöhnen in meiner Nähe, Lieder von Händen verkrampfend vor Lust. Lieder, wie ich dich in meinem Bette sehe. Hat sie zumindest behauptet. Sie wollte mich verführen und dachte, es würde mich dazu bringen, sie zu verschonen. Wir haben trotzdem das Lager geteilt, das versteht sich ja von selbst. Dennoch musste sie sterben.
Aber das Gedicht hat mir gefallen, darum habe ich es mir eingeprägt. Wenn ich so darüber nachdenke, würde es funktionieren? Das werde ich mir merken. Meine bevorzugten Verführungsmethoden sind allerdings ein wenig sinnlicher. Ich dachte, ein schlüpfriges Gedicht würde euch etwas aufheitern. Ihr saht so unglücklich aus. Ein wenig schmeichelhafter Ausdruck für ein so schönes Antlitz. Wirklich? Es ist immer schön, wenn jemand das anerkennt. Das stimmt das Schicksal milder. Ich versuche, aus jeder Situation, in die ich gerate, das Beste zu machen und Vergnügen dabei zu haben. Meistens bin ich gut damit gefahren. Ihr könntet das auch lernen. Oh, dann lerne ich täglich etwas über euch dazu. Genug der Dichtkunst. Die Zeit ist gekommen, um zu reisen und Bösewichte zu erledigen oder was immer im Moment so alles als Abenteuer durchgeht. Du bist ein wahrer Krieger und verdienst Respekt. Ja. Ja. Unbedingt. Ich vermisse den alten Endrin. Er war ein guter Mann. Ihr seid das. Ich wusste doch, dass ich mich mit einem grauen Wächter unterhalten habe. Allerdings habe ich das aus irgendeinem Grund auf mein Trinken geschoben. Ich weiß, dass ihr hier unten seid, um nach Branka zu suchen. Und ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ihr erinnert euch an mich, ich bin gerührt. Jetzt, wo seine Hoheit denkt, dass meine Branka gerettet werden kann, haltet ihr mich vielleicht nicht mehr für ganz so verrückt, hä? Aber Branka haben sie nicht gefunden und das bedeutet, dass ihr Wissen nicht ausreicht, wenn man nicht weiß, wonach sie gesucht hat. Wenn wir unser Wissen miteinander teilen, können wir Branka vielleicht finden. Wenn nicht, viel Glück. Wir reden über die tiefen Wege. Ich werde Dunkle Brut erschlagen. Etwas anderes zählt ja wohl nicht, oder? Branka war brillant, aber leider ergab bei ihr 1 und 1 viel zu oft 12. Wenn ihr sie finden wollt, braucht ihr jemanden, der weiß, wie sie denkt. Ihr solltet wissen, dass Branka nach dem Amboss der Leere gesucht hat, dem Geheimnis des Golembaus, das vor Jahrhunderten verloren ging. Der Schmied Carradine hat ihn hergestellt, und dank ihm lebte Orzammar 100 Jahre in Frieden. Die auf dem Amboss geschmiedeten Golems beschützten die Stadt. Soweit man weiß, wurde der Amboss im alten Ortenteig hergestellt. Dort wollte Branka mit ihrer Suche beginnen, vorausgesetzt, sie kann ihn finden.
Sie wusste nur, dass er jenseits von Caradins Kreuzung liegen muss. Seit 500 Jahren hat niemand mehr diesen Teig gesehen. Wenn wir gehen wollen, sollten wir endlich aufbrechen. Branka wird sich verdammt nochmal nicht selbst finden. Braska! Oho!